Herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Ich glaube, ich habe mal von Anfang an die Kamera richtig eingestellt. Ja, das ist immer so, wenn ich die dann in der Küche gehabt habe, bei meinem Küchenhall, dann muss ich die mal anders einstellen. Ja, willkommen zum nächsten Schminken. Ich habe euch ja die Revolution Palette hier vorgestellt. Coca-Cola, die ich mir aus dem Trashy rausgenommen habe. Jo. Nur mit Schimmertönen. Ja, das ist natürlich auch so eine Sache, ne? Am Anfang habe ich mal gesagt, ja, das ist ganz toll mit Schimmertönen, aber man sollte vielleicht doch mal so 2, 3 matte Tönchen da reinpacken, weil nur Schimmertöne ist schwierig. Ich setze mein Auge oder meine beiden Augen heute mit dem Manhattan Soft Compact Puder in Natural. Na, das ist... Ich glaube, bei vielen nicht so beliebt, wenn du nur eine Palette mit Schimmertönen hast, beziehungsweise auch nur eine Palette mit matten Tönen hast, ne? Man hat doch gerne so die Mischung, oder nicht? Also ich zumindest. Obwohl, ich kann auch gut mit Schimmertönen umgehen. Jo. Ist auch mal ein schöner Look, ne? Man kann auch einen matten Look schminken. Also, da, auch da bekommt man einen schönen Look mit hin. Und da übrigens ist das ein sehr schönes Puder. So, ich komme gerade vom Lidl und wir haben drüben immer so einen Metzger. Wagen. So einen Wagen. Ne? Von der Landmetzgerei. Und ja, da habe ich gedacht, da probierst du das mal aus. Weil wir haben, ich glaube, noch eine kleine Metzgerei hier bei uns im Ort. Jetzt kommt schon wieder ein Trecker. Ja, es ist bei uns Hopfenzeit. Der Hopfen wird geerntet. Ajo. Seit dem 1. September sind sie dabei. Ha. Aber der Hopfen-Spikes. Kannst du die Dinger nämlich schön in den Reifen hauen. Und dann, ja. Ja, wir kleben ab. Wo war ich denn stehen geblieben? Genau, beim Metzger. Ich dachte mir, oh mein, die Leute stehen da immer alle so was von Schlange bei uns. Also wir haben ja bei uns Aldi, Lidl und DM so... in einer Abteilung da und der steht dann drüben beim Getränkefritzen. Der steht drüber. Ich weiß aber jetzt nur nicht, ob er feste Tage hat. Also ich drehe das Video gerade an einem Dienstag. Kann natürlich sein, dass der dienstags da immer steht, aber ich glaube, der steht da 2 Meter. Ich weiß es jetzt nicht genau, aber ich habe jetzt mal zum Test was gekauft. So, wir gucken jetzt erstmal hier. Ich brauche einen anderen. Ich brauche einen anderen Pinsel. Wir nehmen den angeschrägten hier von Spectrum, den ich ja sehr, sehr mag. Und ja, ich weiß es nicht. Ehrlich gesagt, weiß ich es nicht. Habe ich schon gesagt, weiß ich nicht? Weiß ich nicht. Boah. Ich glaube, ich nehme mal diese Farbe. Constellation, das ist so ein lila, holographisch, tralala. Gucken wir mal, ob ich das aufs Auge kriege. Ich hole euch gleich mal näher ran hier, ne? Oh, schöne Farbe. Ui, schöne Farbe. Schöne Farbe. Ja, und da habe ich mir dann vorhin mal oder uns dann vorhin mal was geholt. Einfach mal zum Ausprobieren. Es schmeckt ja nicht jeder Metzger. Ist ja einfach so. Na? Das ist auch alles ein bisschen Geschmackssache. Ja, deswegen habe ich Wiener geholt. 3 Paar Wiener. 3 Paar Wiener. Einfach mal erstmal zum Probieren. Ich setze mir übrigens die Farbe hier ganz in die Lidfalte und ziehe mir die ein bisschen hoch, ne, damit man das ja auch die Farbe sieht, dank Schlupflid. Und ich habe mir eine Scheibe Pizza-Leberkäse mitgenommen. Mache ich mir heute Mittag in der Pfanne. David isst nicht so gerne Leberkäse, aber ich liebe Leberkäse. Ja. Allerdings nur den feinen. Oder ich muss das mal eben ab und an mal hier hinhalten, ne, wegen der, dass es scharf wird. Den feinen Leberkäse oder Pizza. So den groben, den mag ich nicht. Ich weiß auch nicht. Ich habe so gegen grob irgendwie so eine Abneigung. Das ist auch so grob.
grobe Leberwurst nicht. Grobe Teewurst, obwohl ich esse auch keine feine Teewurst. Ich mag keine Teewurst. Das ist so ein Kindheitstrauma. Das ist genau wie Möhren. Kindheitstrauma esse. Möhren durcheinander. Habt ihr auch so ein Kindheitstrauma? Schreibt es mal in die Kommentare, was Essen angeht. Was ihr nie esst. Das gab es wirklich bei uns oft so Möhren. Steif hieß das bei uns. Möhren steif, Möhren durcheinander. Hast du Kartoffeln gekocht, hast du Möhren gekocht, dann hast du es so mit einem Stampfer gematscht, ne? Und dann gab es meistens eine Bratwurst dazu oder dann halt diese Kringelbratwurst. Die esse ich gerne noch. Aber das andere nicht. Ich esse auch gerne, total gerne Möhren, wenn sie frisch sind, ne? Also so knackig, roh. Aber ich mag die nicht gekocht. Ich bin, nee. Ich pull die auch raus. Ich bin ein Pulekind. Nicht nur ein Güllekind, auch ein Pulekind. Ja. Ja, aber warum? Ich fand das immer schrecklich als Kind. Warum soll ich Sachen essen, die ich nicht mag? Ich mache doch keine Graupensuppe. Oh, meine Schwester, die geliebt hat, glaube ich, Graupensuppe. So, wir haben jetzt ein wunderschönes Lila hier aufs Auge gezaubert, ne? Und bis jetzt würde ich sagen, gefällt die Palette mir ganz gut. Ich habe eine Farbe getestet. Mein Gott, Stefanie. Ja, was packen wir uns jetzt hinten hin? Natürlich, ja, machen wir schwarz oder machen wir das braun, machen wir es etwas dunkler. Sollen wir das schwarz mal nehmen? Schwarz mit ein bisschen Glitzi, Glitzi. Ich gehe da mal so, ich gehe da mal so rein, nicht? Ja. So ist das. Und dann im Erwachsenenalter macht man diese Sachen dann auch nicht mehr, ne? Ich koche das nicht. Zum Beispiel, was ich auch sehr erstaunlich finde, ich glaube, Monique ist das einzigste Kind auf der Welt, also ja. Ne? Für Eltern bleiben die Kinder immer Kinder. Das einzige Kind auf der Welt, was keine Pommes mag. Ich glaube, wir haben es x-mal probiert. Das schimmert so ein bisschen blau, ne? Aber das ist schwarz. Space heißt übrigens die Farbe. Wir haben es 3 Millionen Mal probiert. Aber nein, sie möchte keine Pommes. Das ist kein Pommeskind. Nee, 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 nee. Monique liebt Nudeln über alles. Und sie isst auch gerne Pizza. Genau. Aber ja. So. Pommes? Nein. Also, wenn ich da mal frage, sollen wir mal wieder nach McDonald's, dann ist so Begeisterung eher semi. Nee, also wenn wir mal unterwegs sind oder so. Nee, muss nicht sein. Dann isst sie auch meistens hier nur ein Burger, ne? Cheeseburger und das war's. Ja, also das Schwarz müssen wir doch ein bisschen aufbauen. Wird ein bisschen fleckig. Aber wir haben hier so kein Fallout. Das gefällt mir schon mal sehr gut. Und es verträgt sich sehr gut mit dem Lila hier. Ich bin da jetzt sehr hier. Hoppalabala. Hoppalabala. Ich muss meinen Pinsel mal eben sauber machen. So. Ja. Aber gut, warum soll ich sie ja dann zwingen, das zu essen, was sie nicht mag? Ne? Deswegen zwinge ich sie nicht, Pommes zu essen, wenn sie sie nicht mag. Das macht für mich keinen Sinn. Deswegen, wenn ich Sachen nicht mag, esse ich das nicht. Ich muss meine 3 Pinsel waschen. Hier. Das ist Foundation-Pinsel, bitte nicht schimpfen. Den muss ich gleich erstmal waschen. Bronzer und Blush. Ja. Ach komm, ich glaube, waschfaul, was Pinsel angeht, sind wir alle, ne? Also ich finde... Ach, nicht da rein tun den Pinsel! So, jetzt wollen wir mal ein bisschen hier noch mehr Krabum aufs Auge machen. Was packen wir jetzt für eine Farbe da dran? Orange passt nicht wirklich, ne? Ich finde das Grün gar nicht mal so unübel, aber das ist jetzt auch so, weiß ich nicht. Hier oben haben wir natürlich noch ein Lila. Das ist ein bisschen auch so holographisch. Ich glaube, warte mal. Na, wir probieren das jetzt mal. Auf einen kleinen und einen
Mittelfinger, so dass wir das so ein bisschen hier aufs Auge bekommen. Ein bisschen schwierig, ne? Ist so eine holographische Farbe. Ich werde die jetzt einfach mal von unten drunter lassen. Wir haben ja nämlich noch so ein Lila. Und so ein dunkles. Da gehe ich jetzt nochmal mit drüber. Und dann gehe ich nochmal hier oben in das Bubbles heißt es und das andere heißt Galaxy. Und Bubbles setze ich mir jetzt nochmal hier so als Topper da drüber. Ich glaube, das klappt ganz gut. So, jetzt gehen wir nochmal großzügig in die Bubbles. Und schön hier drauf. Wir haben einen schönen lila Look, ne? Oh, den kannst du tagsüber tragen, den kannst du aber auch abends tragen. Das gefällt. Es ist natürlich schwierig. Es ist eine richtig schöne Palette. Schwierig auszuwählen, was du nimmst. Wirklich schwierig. So, ab ins Galaxy-Land hier. So. Alter, das ist schöne Leuchtefarben, ne? Und dann nehmen wir uns die Bubbles, obwohl hier dieses Grün wäre auch geil gewesen. Ne? Oh, man kann sich nicht entscheiden. Aber man kennt ja den Spruch, ne? Zu viele Küche verderben den Brei. Und zu viel bunt auf dem Auge ist dann meistens auch so nix, obwohl ich da ja sehr experimentierfreudig unterwegs bin. Und mir auch meistens gefällt, was ich da mache. Ja, es kann auch mal in die Grütze gehen, ne? Hatten wir jetzt auch mal. Da war das Grün im Inner Corner. Nix. Ja. Das war zu viel des Guten. Guck. So, das ziehen wir hier noch hinten hin. Ein bisschen. Ich habe Juck im Ohr. Mein Gott, Stefanie. Ich habe heute mal was Geiles rausgesucht für einen Highlighter, Leute. Das kennt ihr nämlich noch nicht. Oder ihr habt sie schon mal gesehen, als ich sie eingekauft habe. Aber ich habe sie noch nicht benutzt. Die Palette. Ich finde das schön. So. Und man kann immer so ein bisschen auch nacharbeiten. Denn, vergesst es nicht, ne? Man fettet immer nach. Auf dem Augenlid. So. Ich brauche einen etwas kleineren Pinsel. Dann nehmen wir hier den angestrebten. Der ist immer ganz praktisch. Von wem ist denn der eigentlich? Von Essence. Hallo, hallo, hallo. So. Ich würde sagen, wir machen mit Schwarz weiter. Ne? Haben wir ja hinten hingetan. Also bitte. Und dann natürlich verblende ich mir das gleich noch mit so einem Puschelpinsel. Ich glaube übrigens, sind drüben mal endlich Nachbarn eingezogen. So, ich mache das aber nur bis zur Mitte. Ich will nämlich noch mit diesem schönen Lila hier arbeiten. Oder ne, warte mal. Wir sind. Ne, warte mal. Hör mal, warte mal. Hör mal, warte mal. Wir setzen das Schwarze bis nach vorne. Und dann gehe ich gleich mit dem Lila da drüber. Da kann das sein, dass es einen schönen Effekt gibt. Kann sein, muss aber nicht. Ja. So, jetzt haben wir das hier. Und dann nehmen wir mal ein bisschen puscheligen Pinsel. Und gehen dann noch mit dem Lila drüber. Ja, puscheligen Pinsel nicht, aber etwas dickeren. Das ist dieser hier. Und dann nehme ich halt das Lila. Und dann können wir gleich hier so das Schwarz verblenden. Großzügig reingehen. Aber das ist nämlich so ein bisschen schön miteinander verbunden. Oh, das ist schön. Und da kommt der nächste Trecker. Hurra, hurra, hurra.
So, guck mal. Ne? Finde ich gut. Finde ich gut. Wir nehmen jetzt aber noch ein bisschen etwas noch einen puscheligeren und einmal hier verblenden. So, nochmal. Ja, Fazit zu der Palette, mega geil, aber werde ich natürlich behalten. Und ich bin gespannt auf die anderen Farben noch. Würde ich natürlich gerne noch testen. Aber hier bin ich schon mal begeistert. Kann man dazu sagen? Ja. Mal hier noch ein bisschen nachhelfen, ne? Damit das ja auch zur Geltung kommt. Mhm. Ja, das gefällt mir. Gefällt mir sehr, sehr gut. Schöne Coca-Cola-Palette von Revolution. Thank you, thank you, thank you. So, und jetzt kommen wir zum Highlighter. Da habe ich nämlich diese Palette. Für 6,99 € habe ich die mal bei TK Maxx erstanden. War ich schon ewig und drei Tage nicht mehr, weil ich halt da nicht mehr zum Nageln komme, weil ich ja immer hier im Ort gehe jetzt. Spread Your Wings Complexion Palette. Ich musste die mir einfach damals mitnehmen und ich fand die so schön. Die hat einen Bronzer. Die hat Blush. Das sind die zwei. Dann hast du hier, obwohl Shimmer Bronzer, naja. Matter Bronzer, Shimmer Bronzer, Illuminator und dann hast du hier den Highlighter als Fußball, obwohl ich den Illuminator jetzt auch cool finde. Jetzt wollen wir eben noch hier den Fußball. Der Fußball ist ein bisschen ins Goldene. Oh mein Gott. Der Fußball ist ein bisschen ins Goldene und das andere so ein bisschen ins Rosane. Ich glaube, das Rosane wird dann eher passen und das nehmen wir jetzt dann mal. Also den Illuminator, ne? Zwei Bronzer, zwei Blush, zwei Highlighter. Pinsel sauber machen, den ich gerade benutzt habe. Und dann setzen wir uns den mal in den Inner Corner. Der müsste ja dann richtig gut dazu passen. Wow, okay. Das passt auch. Das passt. Jetzt wollte ich mir gerade hier aufs Näschen tippen. Hey, schön. Und die andere Seite. Das passt echt gut dazu. Kannst du nämlich mal machen. Für den Preis kannst du so eine Palette immer mitnehmen. Mhm. Immer bei TK Maxx die Augen offen halten. Wenn man mal was Vernünftiges findet. Ne? Man hat ja oft da, dass die Leute da grabbeln ohne Ende. Das ist ja eklig. So. Guck mal, haben wir doch einen schönen Highlighter. Hm? Von wem ist das eigentlich? Beauty Concepts. Okay, ich habe jetzt 18 Minuten. Ich zeige euch die nochmal eben. Pack mir dann den Highlighter aufs Gesicht. Und zeige euch dann natürlich mal eben hier die Mascara, die ich gebrauchen werde. Das ist die Skin Division. Genau. Und die gebe ich mir dann auch auf. Die hat ein Gummibürstchen. So ein kleines, schmales. Ja, riechen tut sie jetzt nicht gerade so angenehm, aber ich gebe sie mir jetzt auf und dann sind wir gleich wieder da zum Lippen. Bis gleich. So, da bin ich. Highlighter auf dem Gesicht. Ah, Mascara auf dem Auge. Also bei dieser Mascara, da braucht man definitiv ein bisschen länger. Da muss man aber schnell arbeiten, weil die trocknet unheimlich schnell ein. Macht aber schöne Wimpern, aber die muss man aufbauen. Ne? Also das ist jetzt nicht so, wow, ich habe mit einer Schicht hier das, was ich haben will. Nee, also da musst du echt aufbauen, aber schnell sein. Die trocknet unheimlich schnell hier. Ja, die Wimpern trocknen unheimlich schnell. Aber sonst eine solide Mascara von Skin Division. Von Skin Division. Ja. Lippi. Ich glaube, das passt nicht wirklich, aber ist egal. Ich habe den rausgezogen von CC. Das ist ein roter Lippi Nummer 03. Ich hatte ja mal die CC-Box im Abo und holla. Ja gut, das passt jetzt auch nicht wirklich, ne? Aber oh, ist der cremig. Ja, eine Hälfte lassen wir jetzt so. Sehr schön. Sehr schöner Lippi. Lässt sich gut auftragen.
Ist geschmeidig, ist cremig. Den habe ich nämlich noch gar nicht getestet gehabt. Und gar nicht mal so unübel. Das ist mein fertiger Look. Yes. Mein fertiger Look mit der Coca-Cola-Palette von Revolution. Ich liebe den Look. Ich liebe diese Farben. Also total meins. Ja, so sehen die Farben von nahen aus. Und der Lippi. Ja, schön, schön, schön. Ich liebe es doch immer wieder, wenn eine Palette funktioniert. Und so sieht der Look dann von Weitem aus. Auch total schön. Auch ein Abendlook. Ja, und ich sage jetzt danke fürs Zusehen. Ich hoffe, der Look gefällt euch auch. Und ja, Toppigaloppi hier. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, wunderschönen Abend. Bleibt gesund. Bis denn. Dicken Knutscher und tschüssi.